Das letzte Video über Imane Khalif wurde von einigen negativ aufgenommen. Ich wollte eigentlich ein eigenes Video drehen mit den ganzen Beweisen zu Imane Khalif, aber der Broski Edmond hat dazu schon ein Video gedreht und ich denke, ich kann es nicht besser machen. In diesem Video gehen wir auf die Betrugsvorwürfe gegen Imane Khalif und ihrem Team ein. In diesem Video sage ich wie immer ehrlich meine Meinung dazu. Also bleibt bis zum Ende dran. Also let's go. Jedenfalls vor einigen Tagen war die Presse zu Besuch beim Vater von Imane Khalif und er hat die Geburtsurkunde von Imane in die Kamera gehalten, um zu beweisen, dass Imane Khalif eine Frau ist und auch als Frau geboren wurde. Das Problem hierbei ist jetzt nur, dass die Geburtsurkunde erst 2018 ausgestellt wurde, also knapp 19 Jahre nach der Geburt von Imane. Viele im Internet gehen jetzt eben davon aus, dass dieses Geburtsdokument oder diese Urkunde gefälscht ist oder im Nachhinein manipuliert oder neu ausgestellt wurde, um die Teilnahme von Imane Khalif bei den Olympischen Spielen und auch bei weiteren großen Turnieren zu gewährleisten. Ja, Leute, okay, das sind jetzt Vermutungen wieder, die Leute aufstellen, aber ich habe einige Kommentare gelesen oder sehr, sehr viele Kommentare gelesen, ja, im englischen Bereich zum Beispiel, im amerikanischen Bereich, dass viele Leute sagen, dass in Algerien normal ist, dass man für jede Scheiße muss man in Algerien die Geburtsurkunde neu ausstellen, deswegen soll Datum keine Rolle spielen. Also das ist wieder reine Vermutung, was wir haben. Leute, wir müssen doch ehrlich sein, weißt du? Ich sag hier einfach nur meine Meinung und ich will keinen abfacken und ich bin genauso bei, also auf eurer Seite, wenn es darum geht, ein Mann sollte niemals gegen eine Frau kämpfen. Da sind wir uns doch alle einig, Leute, ja? Aber das ist wieder eine reine Vermutung, was wir haben. Man geht vielleicht davon aus, aber man hat keine hundertprozentigen Beweise. Als Hinweis darauf sehen viele diesen roten Stempel, auf dem 2018 steht. Und viele sagen auch, dass das kein 20 Jahre altes Dokument sein kann, da es viel zu neu aussieht. Jetzt ist dann natürlich die Frage, ob das wirklich ein gefälschtes oder manipuliertes Dokument ist oder das einfach irgendwie neu ausgestellt wurde, ein neuer Stempel draufgeklatscht wurde, was auch immer. 100%, ja. Das sage ich doch. Das ist doch kein Beweis, Alter. Ihr redet, ist doch alles cool, ihr seid emotional, wir wollen unsere Frauen schützen, 100%. Aber das ist doch Vermutung, was man hier ausstellt. Oder hat das irgendeine Scheißbehörde bestätigt von Algerien? Ja, la Leute, das ist Fake oder sowas. Dann wird ihr wieder sagen, ja, Algerien bestätigt es doch nicht, es geht um doch ihre eigene Frau. Leute, das ist Vermutung, Mann. Grund aber, warum das für viele besonders merkwürdig ist, diese Geburtsurkunde seit 2018, ist, dass das Olympische Komitee keine Geschlechtertests durchführt, um herauszufinden, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Und die testen auch nicht mehr auf Testosteron, sondern sie gehen jetzt nur nach dem Geschlecht aus, das im Pass steht. Also wenn bei dir im Pass Frau steht, dann bist du laut denen eine Frau und kannst auch bei den Frauen im Sport mitmachen. Und ich denke, für viele ist es offensichtlich, was das große Problem daran ist, wenn du jetzt 25 Jahre lang ein Mann warst und dann sagst, okay, pass auf, jetzt werde ich zur Frau, du lässt dich umoperieren und alles Mögliche, lässt dann in deinem Pass eintragen, dass du eine Frau bist, dann bist du laut dem Olympischen Komitee offiziell eine Frau und darfst dann auch bei den Frauen im Sport mitmachen. Und das ist nicht korrekt. Ja, 100%. Das geht gar nicht klar. Du kannst doch jetzt nicht einfach du kannst doch nicht einfach jetzt eine OP durchziehen und dann sagst du ja, ich bin ab heute eine Frau und danach auf einmal fängst du an, gegen Frauen zu kämpfen, obwohl jeder weiß, dass du ein Mann vorher warst. Ja, oder es gibt auch noch vielleicht Bilder. Aber bei Imane Khalif ist ja nicht der Fall. Bei Imane Khalif sagt man, die ist ja als Frau geboren. Mit angeblichen XY-Chromosomen, wozu es auch keine Beweise gibt, nur eine Aussage vom Ringarzt. Ja, und dann kommt noch eine andere Sache dazu, Leute, es gibt Frauen oder Ex-Männer, die Frauen jetzt sind, bei denen siehst du das absolut nicht an. Absolut nicht. Du denkst dir, oh mein Gott, was ist das für eine hübsche Frau? Aber am Ende des Tages ist diese Person eine Transperson oder wie sagt man Transgender, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Jetzt ist die Frage, wie soll Olympia damit umgehen? Wen sollen die alles testen? Stellt euch vor, da gibt es auch Frauen, die früher Männer waren. Wir wissen das aber nicht, weil die einfach 100% aussehen wie eine Frau. Nach was geht man denn da? Nach Äußerlichkeiten? Es gibt Frauen, die sehen halt irgendwo männlich aus. Es gibt UFC-Fighterinnen, die sehen männlich aus, Mann. Weißt du, was ich meine? So kann man dann denken, ey, vielleicht war die Mann vorher? Ah, keine Ahnung. Leute, klärt mich da bitte auf, schreibt es in die Kommentare. Ich bin da echt überfragt gerade. Das ganze Ding geht jetzt aber noch viel weiter. Und zwar die IBA, die International Boxing Association, also der internationale Boxverband, hat vorgestern eine Pressekonferenz abgehalten. Die IBA ist der Verband, der vor einem Jahr Imane Khalif von den Weltmeisterschaften gesperrt hat, nachdem die gesagt haben, ey, wir haben hier einen Geschlechtertest ausgeführt und es ist herausgekommen, dass Imane Khalif keine biologische Frau ist. Die haben eine Pressekonferenz abgehalten, in der sie versprochen haben, alle Informationen detailliert rauszugeben. Während der Pressekonferenz haben die dann gesagt, dass sie an demselben Morgen eine schriftliche Nachricht oder Benachrichtigung von Algerien und ebenfalls von Taiwan bekommen haben, dass sie über dieses Thema nicht sprechen dürfen. Und dann hat der Vorstand quasi noch gesagt, dass die Leute daher jetzt einfach nur zwischen den Zeilen lesen müssen, um zu erkennen, was denn hier wirklich die Wahrheit in dieser ganzen Angelegenheit ist. In dieser Pressekonferenz ist auch der Präsident der IBA, und zwar Umar Kremlev, zugeschaltet worden per Zoom-Meeting. They have forgotten Olympic Committee, National Olympic Committee is not a political organization, is a public organization. And today, unfortunately, we are witnessing the death of female boxing. Und dort hat er dann gesagt, dass das Olympische Komitee nicht vergessen sollte, dass die Olympischen Spiele keine politische Veranstaltung sind, sondern eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit und dass das gerade der Tod für den Frauensport oder beziehungsweise für den Frauenboxsport sei. Okay, wenn die jetzt sagen, man hat Tests gemacht, ne? Aber die dürfen es sich 100% preisgeben, weil Algerien geschrieben hat, weil die Behörden geschrieben haben, was auch immer, ja? Man soll zwischen den Zeilen lesen. Die haben doch schon alles gesagt, Bro.
Also, die haben sich doch gar nicht dran gehalten, was die Behörden gesagt haben. Die haben gesagt, das sind Frauen, die mit XY-Chromosomen geboren wurden, also sind das biologische Männer. Ich frage mich jetzt, wo der Datenschutz ist, Leute, ja? Wenn man dann sagt, okay, Bro, kannst du uns diese zwei Tests mal offenlegen, heißt es, nein, das ist Datenschutz. Aber wenn es Datenschutz ist, warum sagt man das dann auch überhaupt? Weil das ist doch das Gleiche. Ob du es jetzt mündlich sagst oder ob du das als Papier zeigst, wo ist der da Unterschied? Gibt es da gesetzliche Unterschiede? Weiß ich gerade nicht, ja. Wenn ihr das ist, schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Also da bin ich auch echt wieder ein bisschen am Zweifeln. Falls bei dieser Pressekonferenz war auch der Arzt Dr. Ioannis Philippatos, ein ehemaliger Vorstand der IBA, anwesend und sollte einige Fragen rund um das Medizinische beantworten. Er sagte in dieser Pressekonferenz auch... dass er damals nach der Untersuchung der Ringärzte eine Information zugesteckt bekommen hat und daraufhin erst haben sie sich dazu beschlossen, Imane Khelif und auch die taiwanesische Boxerin zu testen auf Chromosome. Diese wurden an zwei unabhängige Labore geschickt, einmal nach Istanbul und einmal nach Delhi und dabei ist herausgekommen, dass sie eben XY, also männliche Chromosome im Körper hatten, was biologisch bedeutet, dass sie eigentlich Männer sind. Wurden diese Tests veröffentlicht oder sind das nur Aussagen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keine öffentlichen Tests dazu gefunden. Ja, die Aussage stimmt, die haben das gesagt, aber es gibt keine Beweise dafür, außer die Aussagen. Daraufhin sagt er halt auch, dass es wichtig ist, hier die Frauen in diesem Sport zu schützen und dafür zu sorgen, dass tatsächlich auch nur Frauen im Frauensport antreten. Und für alle anderen kann man ja auch eine eigene Mix, quasi ein Mix-Event machen, wo jeder gegen jeden kämpfen möchte, so wie er Bock drauf hat. Außerdem hat er auch gesagt, so ey, im Privatleben kann jeder machen, was er möchte, im Bett kann jeder machen, was er möchte. Aber im Sport, bei einem so großen Wettbewerb, muss man sich eben nun mal an die Regeln halten und dafür sorgen, dass es eine saubere Trennung zwischen Mann und Frau gibt. Ja, 100%, aber Bro, eigene Gewichtsklasse oder was hat er gesagt? Eigene Klasse machen, wo dann Leute gegeneinander kämpfen können. Mann und Frau dürfen dann gegeneinander kämpfen, das kann doch auch nicht sein, so dass du sagst, ja, ist doch freiwillig so. Erstmal, das will auch keiner sehen und zweitens, wie viele Frauen haben wir denn oder wie viele Transgender-Personen haben wir denn oder Trans-Personen? So, da hast du ein paar Stück, so daraus kannst du keine Division starten, ja, meiner Meinung nach. Also, wir sollten auf jeden Fall unsere Frauen schützen, die dürfen nicht gegen Männer kämpfen, deswegen sollten die anfangen, auch Geschlechtstests zu machen, ja. Weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt Frauen, die Männer waren, bei denen sieht man das absolut nicht an. Absolut nicht. Das ganze Thema rund um das Geschlecht von Imane Khelif erst aufgetreten ist, nachdem Imane Khelif 2023 die russische Boxerin Azelia Amineva besiegte in ihrem Kampf. Nach diesem Kampf wurde Imane Khelif dann getestet, dann im Nachhinein disqualifiziert und dieser Kampf wurde als No Contest, also nicht mehr als eingetragen, gewertet. Hintergrund dazu ist, dass die IBA von Russland ausgeleitet wird und auch von Russland ordentliche Fördermittel und Finanzen bekommt, um die Events zu veranstalten. Daher liegt der Gedanke auf jeden Fall nahe, dass es da sich um Korruption handeln könnte und die IBA war in den letzten Jahren auch immer wieder in Korruptionsskandale verwickelt und ist seit, ich glaube, 120 Jahren der erste Verband quasi, der aus den Olympischen Spielen wegen Korruption ausgeschlossen wurde. Die wurden ausgeschlossen wegen Korruption. Die eigene Boxerin hat verloren gegen Imane. Wie ernst kann man denn ihre Aussagen nehmen jetzt? Wir haben jetzt einen Typen da, ja, wo wir wissen, das ist ein Betrüger, also offiziell ein Betrüger. Er hat oft gelogen und so weiter und so fort. Jetzt trifft diese Person Aussagen gegenüber einer anderen Person, ja? Kann man das für voll nehmen? Wenn du dann sagst zu dieser Person, okay, Broski, zeig doch mal die Aufnahmen. Da sagt er, ja, kann ich nicht machen, wegen bla, bli, blub. Ey, deine Frau ist fremdgegangen, ich habe die Aufnahmen gesehen. Da sagst du zu denen, zeig die Aufnahmen, da sagt er, ja, kann ich nicht machen, wegen Datenschutz. Wisst ihr, was ich meine? Und diese Person hat tausendfach gelogen. Also das ist die Sache, Leute, ja. Da mache ich es mir schwer. Ich habe hier nicht vor, Imane Khelif zu schützen. Wenn die ein Mann ist, dann ist sie eine Betrügerin. Dann soll die auch bestraft werden, ja. Soll bewiesen werden. Aber das, man muss doch neutral bleiben, Leute. Ja? Ihr seid ein bisschen emotional unterwegs. Aber ich mache es mir einfach schwer. Und ich sage hier immer meine Meinung. Und ich bin auf meinem Kanal immer ehrlich gewesen. Ich habe noch nie gelogen auf meinem Kanal, ja. Damals ist mit Senat Gashi und mit Amado, ich habe gesagt, was passiert ist. Ja, ich habe auch im Hintergrund dann hier Nachrichten bekommen, ey Bro, warum machst du so, warum machst du dies? Okay? Jetzt gegen Manuelsen habe ich wieder meine Meinung gesagt, ja? Und da haben auch viele Leute gesagt, du bist unehrlich, du hättest sagen müssen, es ist gekauft. Leute, ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich und ich habe schon mehrfach im Hintergrund Nachrichten bekommen mit, ey, warum redest du so, was soll das? Bla bla bla, ja? Und dann kommen mir auf einmal meine eigenen Zuschauer und sagen, du bist nicht ehrlich. Ich finde das ein bisschen unfair. Warum soll ich nicht ehrlich sein? Ich sage meine Meinung, 100%. Aber ich habe auch Gefühle, ich bin auch ein Mensch, ja? Und es gibt Sachen, die mir Zweifel bereiten, ja?
Und dann kann ich nur das sagen, was ich fühle in dem Moment. Und dann, ich sag doch nicht, was ihr hören wollt. Ich sage auch nicht, was die anderen hören wollen. Ich sage das, was ich bin. Und entweder nimmt man mich so, wie ich bin, oder ey, sorry Leute, dann müsst ihr euch andere Leute angucken, ja? Also, das Einzige, was ich noch zuletzt dazu sagen kann, ist, was ich jetzt hier mitbekomme. Wir haben keine eindeutigen Beweise. Wir haben Aussagen von der IBA, ja. Aber dann gibt es wieder die Gegenaussage, dass diese Leute korrupt sind, dass man denen nicht trauen kann. Wenn man dann sagt, zeigt die Test, dann heißt es Datenschutz. Das sind die einzigen Indizien, die wir haben. Aber diese Indizien vor Gericht würden nicht standhalten, Leute. Sage ich euch jetzt schon mal, ja. Im Zweifel für den Angeklagten, okay, und es gibt keine eindeutigen Beweise. Wenn man eindeutige Geschlechtstests hat und sagt, hier bitteschön, sie hat XY-Chromosom, die ist als Mann geboren, dann wissen wir alle Bescheid. Aber der Rest ist nur Vermutung, was ich hier gerade sehe. Und sorry, Leute, aber ich kann nicht nach Vermutungen gehen. Ich enthalte mich da, weil es ist irgendwie echt komisch im Internet, seine Meinung zu sagen, ohne dass man hier und da Kritik abbekommt, obwohl man das eigentlich ehrlich meint und keinen damit verarschen will. Ich werde für immer meine Meinung sagen, ob es die Zuschauer feiern, ob es die Boxer feiern, ob sie Kampfsportler feiern, es ist mir egal. Und ich bin hierher gekommen, um einfach immer meine Meinung zu sagen. Von Tag 1 aus schon. Und das wird auch für immer so bleiben. Wir sehen uns in dem nächsten Video, wenn es wieder als Fight Hunter ist. Schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, also.